Heute am dritten Tag sind alle meine Wachstöpfe schon einmal in Benutzung gewesen. Aber mittlerweile ist ja hier das Wasser restlos verdampft. Und was übrig bleibt, ist halt noch ein bisschen was von dem Schmutzwachs. Und jetzt kommt der Heißluftföhn zum Einsatz, weil so kriegen wir das sonst nicht sauber, wenn das eben noch hart ist. Wir brauchen auch wieder die Tücher. Und wir machen einfach nur mit dem Heißluftföhn das Bienenwachs jetzt flüssig an der Stelle. Und dann wird es einfach abgewischt mit so einem Tuch. Wir sind mit unserem Bienenwachs immer noch im ersten Durchlauf. Auch hier erster Durchlauf. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so pingelig mit der Reinlichkeit. Man könnte jetzt auch hier noch sauber machen. Aber ja, es geht eigentlich nur ums Grobe da unten. Wie dreckig das Bienenwachs dann da unten ist, sieht man hier. Überall sind diese kleinen Pünktchen drin. Das ist noch die Verschmutzung. Deswegen wollte ich da nicht nochmal das Bienenwachs reingießen. Nächster Topf. Bei größeren Verschmutzungen, seht ihr, ich halte den Heißluftföhn nicht punktuell auf eine Fläche, sondern ich kreise und dadurch erwärmt sich eben alles gleichmäßig und es verbrennt auch nichts. Und dann muss man einfach nur schnell sein, weil ein großes Zeitfenster haben wir hier nicht. Auch hier, man könnte pingeliger sein, ist aber der erste Durchlauf, von daher nicht so wichtig. Hier sieht man schon, ja, das ist kein schönes gelbes Bienenwachs, das ist wirklich Schmutz und weg damit. Zwei Töpfe haben wir wieder, drei brauchen wir. Die sind allerdings noch voll. Die werden gleich ausgekippt. Schön geworden. Ja, und immer der dritte hat dann doch einen kleinen Riss. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Wir können schon mal die nächste Ladung hier machen. Und let's go. Eins haben wir gesagt. Für den ersten Durchgang. Also der ist jetzt im Vergleich zu dem, wo ich gestern rausgelassen habe, wirklich viel verschmutzter. Und tatsächlich brauchen wir noch mal einen Topf für die Vorreinigung. Oder vielleicht komme ich... Ah ne. Ist doch wieder sehr voll geworden. Wenn es jetzt ein bisschen tiefer wäre vom Pegel, dann wäre ich auch mit zwei Hotbox klar gekommen. Aber das ist noch eine zu große Ladung. Da brauchen wir drei Hotbox. Also einen muss ich noch säubern. Hier seht ihr, hier hängt das Bienenwachs jetzt noch ein bisschen. Und nur durch dieses Lobbeln kriege ich das dann frei. Oder aber auch ein bisschen mal am Edelstahl rumdrücken. Ja. Eher schlechter. Ich könnte es jetzt auch mit ein bisschen mehr brechen, aber an der Stelle kann ich euch gleich einen kleinen Trick zeigen. Reinstellen, kaltes Wasser an und dann erzeugen wir durch den kleinen Trick jede Menge Druck im Behälter und das Bienenwachs springt uns entgegen früher oder später. So. Der hier ist ja gut gelöst. Jawohl.
Dann kann der auch schon mal weg. Hier ist wieder verstopft durch festes Bienenwachs. Ja, also da geht noch nichts, deswegen mache ich das jetzt erstmal heiß, dass wir wieder einen Durchlauf haben. Wunderbar, Wasser kocht auch schon. Können wir hier mal kurz umschwenken. Und gleich auf damit. Hey, super. Wenn wir schon dabei sind, machen wir doch hier gleich weiter. Für den dritten Eimer. Jetzt dauert es ein bisschen länger, weil der Eimer ist noch nass. Und mit der Verdunstung vom Wasser habe ich diese Kühlung. Und es reicht aus, dass ich hier viel mehr Leistung geben muss und Zeit. Kostet nur Energie, deswegen habe ich die Eimer, wenn ich es machbar habe, in Trocknung bis zum nächsten Tag. Dann spare ich mir nämlich da die ganze Energie. Hier hat die Seite noch ziemlich erwischt mit dem Dreck, deswegen gehe ich da jetzt nochmal drüber. Voilà. Tuch kann ich nochmal benutzen und dass man hier nochmal sieht, was da doch dran klebt, ekelhaft, das wollen wir nicht im Wachs drin haben. Und dann haben wir nochmal hier zwei Eimer. Und solange das jetzt hier rausfließt, kann ich hier weitermachen. Da waren wir nämlich ja gestern stehen geblieben und jetzt sieht man wieder die Unterschiede von dem, was ich meinte mit dieser, auch wie gesagt, dasselbe im Eimer auch. Hier, das ist ja noch alles nass. Ich kann im Heißluftföhn drüber gehen, meinen Job beenden, aber die Energie geht flöten. Und wenn ich es einen Tag lang stehen lasse, was sowieso der Sache nichts ausmacht, weil ich bin ja hier im Arbeitsprozess und es geht eben nicht schneller. Gut, ich könnte sagen, ich stelle jetzt einen zweiten, dritten Wachsklärbehälter auf, aber das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen unnötig. Ich kann ja einen Tag warten, stört meinen Arbeitsprozess nicht und hier ist alles komplett trocken. Und jetzt kann ich auch im Heißluftföhn richtig schnell drüber gehen. Der Trick ist jetzt simpel, es wird in einem Heißluftföhn heiß gemacht und mit einem Stockmeißel abgeschabt. Mehr ist es nicht. Und das mache ich natürlich von der Unterseite so viel, bis da wieder das schöne Wachs durchkommt und von der Oberseite genauso. Und bei dem allerersten Vorgang mache ich mir jetzt hier um diese kleinen Striemen an der Seite gar nicht so viel Gedanken. Das sind Sachen, die hole ich beim zweiten und dritten Klärvorgang raus. Jetzt geht es hauptsächlich um die Unterseite und um die Oberseite. Wobei hier gibt es eigentlich nichts zu kratzen, das sieht ja schon echt super aus. Man darf natürlich bei dem, wenn man da abgelenkt ist mit der Arbeit, darf man nicht das Gerät vergessen, aber da fließt ja das Bienenwachs. Über die Jahre tickt bei mir dann diese innere Uhr, wo mir sagt, so, jetzt ist der Eimer voll. Ihr seht, ich habe hier schon etwas geschabt. So sieht dann so dieser Boden aus in der starken Verschmutzung. Und dieses Bienenwachs ist nicht verloren. Ich habe da ja noch mal eigentlich zwei meiner Rohstoffe drin. Das eine ist noch Bienenwachs. Auch das hier geht wieder in den nächsten Schmelzvorgang rein. Und das, was ganz am Ende übrig bleibt, ist der Trester. Und der Trester ist ein toller Biodünger. Deswegen habe ich auch hier nichts verloren. Der Arbeitsschritt, wie wir zu dem kommen,
Das machen wir noch mal in einem anderen Video und das wird auch noch dauern, weil in der ersten Sekunde möchte ich hier, dass bergeweise sich diese Späne anhäufen, weil nur dann macht auch wieder der Einsatz von dem Gerät wieder Sinn. Der Eimer ist halb voll. Ich habe hier noch Zeit. 3 Klötze sind es. Oh, okay, gut. Kleines technisches Problem. Machen wir gleich. Machen wir den hier rüber. Und fangen dann halt mit dem an. Hier sieht man noch den Dreck. Kann ich ja mal kurz noch erwärmen. Seht ihr diese Wachsverfärbung? An der Seite ist es schon gelb, also schön gelb. Und hier haben wir noch wirklich, ja, sieht gräulich, bräunlich aus. Deswegen gehen wir hier nochmal drüber. Von Seiten her, ja, hier kurz drüber. Die Oberseite, wie sieht die hier aus? Die sieht richtig gut aus. Da lohnt sich Kratzen erst im zweiten oder dritten Durchgang. Kantenbrechen ist wie drüben bei der Arbeit vom Dampfverschmelzer. Also der Umgang mit solchen Blöcken ist Kantenbrechen immer wichtig. Sonst fliegen die Späne vielleicht dahin, wo sie nicht hin sollen. Übrigens habe ich euch vergessen, ein weiteres Material zu zeigen. Das sind hier diese Silikonmatten. Die gibt es eigentlich in jedem Gastronomiebedarf. Die sind lebensmittelecht und eigentlich werden sie dafür genommen, um die in den Backofen zu schieben und darauf irgendwas zu backen. Und ich fand die einfach genial für die Bienenwachsproduktion. Ich habe sie mir bei der Metro geholt, sollte aber in jedem Laden erhältlich sein. Das sind also von der Handelsbezeichnung feuerfeste, lebensmittelechte Silikonmatten. Hier dasselbe wie beim ersten Wachsklotz. Genau im Zentrum ist der meiste Schmutz. Deswegen wird da einfach ein bisschen stärker abgeschabt.
Seht ihr, das ist das, was ich meine. Wenn die Kanten nicht gebrochen sind, dann gibt es eben diese Hobelspäne. Und deswegen fahre ich am Stoppmeißel, wie gesagt, hier nochmal drüber. Wieder so ein Span. Okay, an der Oberfläche hier, ja, Verschmutzung so gering, hole ich beim zweiten Mal raus. Schön, so sieht jetzt halt die erste Arbeitsetappe aus. Einfach nur mechanisch abkratzen und dann gehen die Blöcke hier wieder hier rein. Der Wachstopf hier ist jetzt schon ziemlich fertig. Und nächstes Wasser. So ein Eimer soll so voll wie möglich werden. Okay. Da mal reinschauen. Oh ja. Das ist auch ganz wichtig. Wow, also hier, ne? Raus aus dem Bienenwachs. Hängt halt hier an der Wand. Und das darf da auf keinen Fall einbrennen. Deswegen muss auch an sowas gedacht werden. Ist auch mal mehr, mal weniger. Gestern zum Beispiel war da ja gar nicht so viel Schmutz. Da ist heute deutlich mehr dran. Kurzer Schwenk zu meinem Trick. Passiert ist da jetzt noch nicht viel, aber Achtung, geben wir mal ganz wenig Druck mit dem Finger hier drauf und man sieht schon, wie hier die Risse wieder am Rand reingehen. Ein bisschen mehr Druck. Eieiei, also der Wachsklotz ist wirklich hartnäckig. Das ist ja schon ziemlich lose. Dann ist es eigentlich nur noch hier ein bisschen Druck drauf. Ich befürchte nur, na, okay, doch keine Dusche. So, das ist, was ich meinte. Wunderbar, er kommt schon nach oben. Bienenwachs ist tatsächlich leichter als Wasser. Und schwimmt stets an der Oberfläche. Wenn das Bienenwachs beim Föhnen flüssig wird, dann stimmt was nicht. Flüssiges Bienenwachs lässt sich nämlich auch nicht wirklich abkratzen, macht eher eine Sauerei. Man muss auf diesen Punkt achten, wo sozusagen die Verfärbung kurz vorm Springpunkt ist, flüssig zu werden. Ich zeige das mal. Ich halte den Föhn drauf und jetzt fängt sie an der Mitte an zu schimmern.
Und wenn ich jetzt länger drauf halte, zack, habt ihr gesehen, da war dieser Punkt. Die Verfärbung wird immer heller, kurz bevor es flüssig wird. Wird klarer. Und so ein flüssiges Bienenwachs könnt ihr nicht abschaben. Hier finde ich, sieht die Kante so sauber aus, dass ich da nichts machen werde. Gucken, wie es hier aussieht. Noch besser. Kante brechen. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Einen haben wir ja schon. Dann wird der Behälter wieder mit Bienenwachs gefüllt. Das ist dann die letzte Charge von meinem Naturwabenbau-Bienenwachs. Ich glaube, drüben sind noch 3 oder 4 Blöcke. Die werden da komplett reingehen. Morgen kann ich dann die letzte Charge rauslassen. Und damit hätte ich ein Durchgang komplett. Wenn ich jetzt hier noch mal genauer schaue, so ganz gefällt mir das hier tatsächlich noch nicht. Man sieht ja hier deutlich, hier ist es viel schöner gelb wie hier an der Seite. Ich sollte hier noch mal drüber gehen mit dem Stockmeißel. Der hier nicht, der ist echt gut. Den Rest kennt ihr ja, weil ich mache jetzt auch nichts anderes wie gestern. Und von daher würde ich sagen, hört das Video an der Stelle auf und morgen geht's dann weiter. Bis morgen, ciao.